Du hast nämlich gesagt, ganz neu reingekommen ist eine neue Pleite innerhalb des Signa-Konzerns. Ja, richtig. Und es handelt sich um eine weitere Zwischenholding mit dem Namen Signa Prime Beteiligung GmbH. Eine Gesellschaft, die über 37 Millionen Euro an Schulden hat. Und das Interessante daran ist vielleicht, dass der Manager, der dort drinnen sitzt, das ist ein Benko Intimus, der Manuel Pierold. Mhm. Das war der Finanzchef von der Signa Gruppe und der hatte über 200 Funktionen in diesem Bereich. 200 Funktionen, da muss man ja in der Früh wirklich nachdenken, in welcher bin ich heute unterwegs, oder? Ja, richtig. Und heute hat es eben die Signa Prime Beteiligung GmbH erwischt. Da wurde ein Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt und das wird sich jetzt halt auch über die nächsten Jahre abspielen. Nur damit wir uns ein bisschen nicht den Überblick verlieren, es gab ja jetzt schon zwei große Pleiten von zwei anderen Signa-Gesellschaften. Das waren die mit den bedeutenden Immobilien. Ja, mit den Bekannten immer. Richtig, also man muss natürlich sagen, insgesamt ist die Signa die größte Pleite in der Geschichte Österreichs. Da gab es zum einen die Signa Holding, die stand über den zwei großen Signa-Gruppen, Signa Prime mit den Luxusimmobilien, die du angesprochen hast, und der Signa Development, die Gebäude entwickelt und dann verkaufen möchte. Insgesamt sprechen wir da von Schulden von über 12 Milliarden Euro. Also das sind diese 37,5 Millionen, die jetzt heute wieder dazugekommen sind, eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Genau, Aaron, du sagst es. Vielleicht auch, nachdem jetzt dann der letzte Untersuchungsausschusstag beim KOFAG-Untersuchungsausschuss diese Woche gekrönt wurde vom Auftreten von Irene Benko. Was ist denn da dein Fazit von diesem Auftritt? Was hat das tatsächlich hier auch beitragen können, um eigentlich die grundsätzliche Frage zu beantworten, dass nämlich die ÖVP Milliardäre bevorzugt haben soll bei den Förderungen? Ist man dem irgendwie näher gekommen? Darum ging es in diesem Ausschuss, eingesetzt von der SPÖ und von der FPÖ, um die Frage, ob die ÖVP Milliardäre bevorzugt hat. Dazu hat Benko aber relativ wenig gesagt und er hat sich allgemein zu all seinen Steuerthemen entschlagen. Dafür hat er auch eine Beugestrafe kassiert im U-Ausschuss. Er wirkte dort recht angespannt, hektisch, hat sich dann mit der Zeit aber ein bisschen gefangen und es blitzte ein bisschen das durch, was er früher auch schon hatte. Also diese forsche Art, fast eine Kaltschnäuzigkeit, wo er dann auf viele Fragen auch nicht geantwortet hat oder die Gegenfrage gestellt hat. Weil man muss schon sagen, Benko hat in diesem Urausschuss mehr gesprochen, als man eigentlich gedacht hätte. Aber er hat halt wenig gesagt. Also da gab es dann Fragen, kennen Sie die Luxusjacht Roma? Und er hat gesagt, was hat das mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun? Es war ja seine eigene Yacht, auf der eben gewisse Politiker auch eingeladen waren und das wollte man eigentlich hier bestätigt bekommen. Richtig, da weiß man, dass zum Beispiel HC Strache, bevor er Vizekanzler wurde, auch in Ibiza auf diese Yacht ging. Man wusste, dass der Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, auf diese Yacht ging. Da laufen Verfahren zu Schmidt und deshalb hat Benko natürlich nichts dazu gesagt. Er hat aber jetzt im U-Ausschuss bekannt gegeben, dass Sebastian Kurz 2023 auf dieser Yacht gewesen ist. Schon kein Amtsträger mehr. Und so hat er halt ein bisschen erzählt, dass man ein wenig einen Einblick erhalten hat, aber vieles wusste man ja schon. Und jetzt ist auch die Frage, wie geht es um René Benko, wie geht es ihm selber weiter? Der hatte jetzt ziemliche Probleme. Wir haben das in der Tageszeitung Österreich auch schon berichtet. Genau, er braucht Personenschutz. Ja, also der kann keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, ohne gefährdet zu sein. Es jagt ihn zum einen der saudi-arabische Kronprinz, aber auch der Emir von Abu Dhabi ist hinter ihm her. Insgesamt geht es um weit mehr als 1 Milliarde Euro, die er diesen arabischen Scheichs schuldet. Ja, und dort wird es offenbar ernster genommen als in unseren Breiten, wenn man Geld schuldet und kann wirklich Konsequenzen haben. Aaron, kommen wir zurück aber zu weiteren Breaking News und schauen wir ein bisschen auch in die Wirtschaft, was es da Neues gibt. Da tut sich heute einiges. Starten wir vielleicht mit TikTok. Da gibt es nämlich jetzt einen Shop und zwar vor dem Start in Deutschland. Was soll denn dort verkauft werden? Ja, da haben wir Breaking News zu TikTok. Die Business News des Tages. Bei
diesen Breaking News geht es jetzt darum, dass das Manager-Magazin berichtet hat, dass TikTok sehr viele Führungskräfte von Amazon abwirbt in Deutschland. Und zwar in München, wo auch Amazon sein Hauptquartier hat. Und die wollen jetzt voll in das E-Commerce einsteigen. Die wollen direkt bei dieser beliebten Kurzvideo-Plattform, die ja über 1,5 Milliarden Nutzer hat weltweit, wollen sie die Produkte verkaufen. Das geschieht schon in vielen Ländern. In China setzen sie so schon ein Drittel des Verkaufserlös von Alibaba ab. Und sie wollen das jetzt im Sommer auch in Europa großflächig ausrollen. Und da gibt es zwei Punkte bei dieser TikTok-Online-Shopping-Initiative. Das ist zum einen wird den Nutzern von TikTok versprochen, dass sie profitieren können, dass sie Cash machen können, wenn sie Produkte bewerben. Dann können sie einen bestimmten Prozentanteil mitschneiden von dem Verkaufserlös, wenn dann wirklich verkauft wird. Zum anderen gibt es Lockerangebote an Marken wie Garnier, L'Oreal, Coca-Cola, dass sie sehr günstig dort werben können und nur 2% Provision dann an TikTok zahlen müssen. Im Unterschied zu Amazon, wo es laut Insider rund 15% Provision kostet, wenn man über den Marktplatz verkauft. Also hier will TikTok groß in den europäischen Online-Markt einsteigen. Ja, spannend natürlich. Es gibt immer wieder was Neues und genau in so einem Geschäftsbereich tun sich auch viele Möglichkeiten auf. Kommen wir zu einem weiteren großen Konzern, wo es Neuigkeiten gibt, nämlich Tesla. Der Marktführer bis vor kurzem, was E-Autos betrifft. Jetzt hat ja China, ist ja China auch eine gehörige Konkurrenz geworden. Und Tesla hat jetzt sein Produktionsziel bei den E-Autos zurückgeschraubt. Was könnten die Gründe dafür sein? Tesla wollte bis 2030 20 Millionen Autos im Jahr verkaufen. Ja, das hat man zurückgeschraubt und die Gründe sind, dass es zum einen diese Megakonkurrenz aus China gibt und zum anderen auch die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland, in Österreich zurückgeht. Nicht weltweit, aber doch in einigen Märkten. Und das trifft halt vor allem Tesla, weil die verkaufen doch hochpreisigere Autos, als es die chinesischen Anbieter tun. Und Tesla hat ja mit dem Model 3 das am besten verkaufte E-Auto der Welt. Da wurden über 2 Millionen Stück schon verkauft bis dato. Jetzt wurde Tesla aber auch überholt von BYD, diesem chinesischen Anbieter, der erstmals mehr E-Autos verkauft als Tesla.